Ja, Pavone? Ich habe hier einen merkwürdigen Anrufer. Verbinden Sie mich. Hallo, Redaktion. Ja, hier ist die Redaktion, ich höre. Ich spreche hier im Namen einer Gruppe von Freunden. Wir haben im Hauptbahnhof eine Bombe gelegt aus Protest gegen den neuen Präfekten della Chiesa. Den wollen wir hier nicht. In einer Stunde geht sie hoch. Was seid ihr für eine Gruppe, hä? Was für Freunde? Geben Sie mir das Überfallkommando. Und dann verbinden Sie mich mit der Präfektur. Gibt's was Neues? Nein, nichts. Und wir sind sicher, es gibt keine Bombe. Der Anrufer war entweder verrückt oder er wollte sich wichtig machen. Herr Präsident, wollen Sie wirklich an der Beerdigung von Capitano Versile teilnehmen? Ja. Gut, dann kann ich die Anfrage bestätigen. Nein, Sie schicken ein Beileidstelegramm und sagen meinen Namen ab. Entschuldigen Sie bitte, aber ich verstehe nicht ganz. Ich glaube, Sie verstehen mich ganz gut. Sie sollten sich merken, dass ich niemals das tue, was ich sage. Das gilt auch für die Zukunft. Guten Morgen, Herr Präfekt. Hier ist Inspektor Riccardi. Aha, Sie sind der Ballistiker, nicht wahr? Haben Sie eine Spur? Ja, vielleicht. Was heißt hier vielleicht? Haben Sie ihn gefunden, diesen Waffenschmied? Hm? Ja oder nein? Nein, aber wir wissen, wer es ist. Man nennt ihn den Stummen. Die Fahndung läuft. Aha, saubere Arbeit. Also gut, machen Sie weiter und bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, ja? Danke und auf Wiedersehen, Riccardi. Sagen Sie mal, Loverde, ich will hoffen, dass ich mich irre, aber ich höre am Anfang und am Ende meiner Gespräche immer so merkwürdige Geräusche. Versuchen Sie, jemanden anzurufen. Wen soll ich anrufen? Wen Sie wollen, irgendjemand. Vielleicht bei mir zu Hause. Ja, nun machen Sie schon. Guten Morgen. Ja, Julia, ich bin's, natürlich. Nein, ich habe mich nicht in der Nummer geirrt. Wieso? Ja, ich wollte nur sagen, es wird vielleicht etwas später. Ja, bis heute Abend dann. Ja, da war wirklich ein merkwürdiges Geräusch in der Leitung, ein Rauschen und Knistern. Und am Ende hat es geklickt. Stummer! Bitte gehen Sie zurück! Machen Sie Platz! Hier gibt's nichts zu sehen. Zurück, da können Sie ja nicht hören. Bitte gehen Sie zurück, weitergehen. Auseinander. Zurücktreten. Machen Sie Platz. Weitergehen, weitergehen. Die Ornamente auch. Den ganzen Bogen entlang. Langsam, bis hinter in die Ecke. Vergiss den Kronleuchter nicht.
Nichts, Herr Präfekt. In Ihrem Zimmer befindet sich nicht ein einziges verstecktes Mikro. Keine Wanze, nichts von der Art. Loverde, wissen Sie, was das heißt? Das heißt, jemand hatte Interesse daran, dass mir diese merkwürdigen Geräusche in meinem Telefon auffallen. Das war ein billiger Versuch, mich in das Licht zu führen. Aber ich werde die Verräter finden. Haben Sie mich verstanden? Aber Herr Präfekt... Bis morgen. Aber sag mal, was ist das für ein Leben, Carlo? Du musst ja verrückt werden, wenn du niemandem mehr vertrauen kannst. Und ich mache mir wirklich ernsthaft Sorgen um dich. Und niemand ist da, der... Du brauchst mich. Allein hältst du das nicht durch. Nun beruhige dich mal. Wir reden miteinander, also bin ich nicht allein. Du bist allein, Carlo. Und darum habe ich ja so Angst um dich. Jetzt hör mal zu. Nein, hör du mir zu. Ich werde nach Palermo kommen. Du brauchst jemanden, dem du vertrauen kannst, der für dich da ist, an deiner Seite und nicht nur am Telefon. Hör mal, wenn du so reagierst, ist es wohl besser, wenn ich dir überhaupt nichts mehr erzähle. Aber warum, Carlo? Warum denn? Ich meine, weil sich am Telefon alles viel schlimmer anhört, als es in Wirklichkeit ist. Aber wenn es stimmt, was du sagst, dann ist es so schlimm. Moment, Emanuela, warte mal einen Augenblick, bitte. Hör zu. Vielleicht kann ich mich am Wochenende freimachen und nach Rom fliegen. Wollen wir uns bei meiner Tochter treffen? Oder hast du Dienst im Krankenhaus? Ach du Dummer. Und wenn ich 10-mal Dienst hätte, ich würde sofort alles stehen und liegen lassen, wenn du mich rufst. Das Ziel der Mörder war der Chef der Mafia von Catania, Alfio Felito, der in Mailand wegen Rauschgifthandels verhaftet und von dort ins Gefängnis von Enna in Sizilien überstellt worden war. Aus Sicherheitsgründen beschlossen die Behörden die Verlegung des verhafteten Alfio Felito ins Zentralgefängnis von Trapani. Das Zivilfahrzeug, das ihn dorthin bringen sollte, wurde hier durch Feuer aus Maschinenpistolen gestoppt und alle 5 Insassen fanden den Tod. Der Pate, der Fahrer und 3 Carabinieri. Dieses blutige Massaker könnte der Auftakt zu einem neuen Kapitel im Bandenkrieg zwischen den Organisationen Felitos und Santa Paolas um die Kontrolle des Waffen- und Drogenschmuggels in Catania sein. Vielleicht ist es aber auch der Beginn eines neuen großen Machtkampfes. Der Familien von Trapani, Catania und Palermo um die Vorherrschaft über Sizilien. Verschwinde! Weg da! Und Sie gehen weg da mit Ihrer Kamera! Los, verschwinden Sie schon! Warum legt man nicht mal eine Decke über den Toten von Dava? Hey, bringt eine Decke, schnell! Könnten Sie den Tatort absperren lassen? Ich kann keine Ermittlungen führen, wenn so viele Leute hier herumtrampeln, Kapitano. Apropos Ermittlungen, Herr Untersuchungsrichter. Ich wünsche, dass Sie Ihre Ermittlungen gemeinsam mit Capitano Fontana durchführen. Bitte, Herr Präfekt, darf ich darauf hinweisen, dass Ihre Rechtsauffassung nicht ganz die ist, die das Gesetz vorschreibt? Das Gesetz schreibt auch nicht vor, so zu verrecken! Ach, Capitano. Lassen Sie es mich wissen, wenn der Präfekt es für richtig hält, den Untersuchungsrichter ungehindert ermitteln zu lassen. Bestehen Sie nur auf Ihren Kompetenzen. Aber wir Carabinieri sind es satt, auf den Schlachthof geschickt zu werden. Sie sind nicht die Einzigen, die zum Schlachthof gehen, Capitano. Manuela. Tag, Rita. Wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? Bestens. Hattest du eine gute Fahrt? Ja, danke. Entschuldige, aber sag bloß, dein Vater ist noch nicht da. Nein, er wird auch nicht kommen. Wieso? Ist ihm was passiert? Nein, ihm nicht. Aber in Palermo gab es ein Massaker. Unter den Toten sind 3 Carabinieri. Dann fliege ich nach Palermo.
Ach, sind Sie Signorina Carraro? Ja. Guten Tag. Sind Sie Fontana? Ja. Aber warum ist der... Der General wartet da hinten im Wagen. Erlauben Sie. Danke. Manuela, du scheinst immer noch nicht zu begreifen, was sich hier in Palermo abspielt. Ja, du hast recht. Entschuldige bitte. Ich habe es vergessen. Weißt du, ich habe mich so gefreut, dich wiederzusehen. Als du nicht in Rom warst, da habe ich zuerst gefürchtet. Oh, einen Moment, ich muss meinen Koffer holen. Nein, Manuela. Warum nicht? Hast du nicht verstanden. Was denn? Du kannst unmöglich hier bleiben. Warum nicht? In einer halben Stunde geht die nächste Maschine nach Rom. Und du wirst sie nehmen. Carlo, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich weiß, ich bitte dich schon wieder um ein Opfer, aber es ist nötig und ich hoffe, du verstehst es. Du musst es verstehen, Emanuel. Also los, Fontana, fahr ab. Signora Carrara? Ja, ein Anruf für Sie. Ja, hallo? Wie würde es dir in einem kleinen Dorf in den Dolomiten gefallen? Carlo? Bist du es? Wollen wir in 10 Tagen zusammen hinauffahren? Warum? Ja, ich... Um es kurz zu machen. In 10 Tagen heiraten wir. Einverstanden? Ja. Welcher Kampf ist schwerer, der gegen die Terroristen oder gegen die Mafia? Gegen die Mafia natürlich. Und zwar, weil außerhalb Siziliens die Größe und die Macht der Mafia unterschätzt werden. Das zeigt die Reaktion der Staatsregierung und die Reaktion der Öffentlichkeit. Herr Präfekt, in letzter Zeit sind viele Verdächtige verhaftet worden. Sind Sie damit zufrieden oder müssten es noch mehr sein? Die Zahl ist nicht entscheidend. Die meisten Verhafteten sind kleine Fische. Wir brauchen die Großen. Ich hätte eine persönliche Frage. Haben Sie keine Angst, dass die Mafia Sie töten lässt? Selbstverständlich habe ich Angst, weil ich weiß, wie gefährdet ich bin. Aber ich bin kein Feigling und werde mich nicht vor der Mafia verstecken. Sonst könnte ich gleich in Pension gehen. Herr Präfekt, es gab ja schon Versuche, die Mafia wirksam zu bekämpfen, aber die versandeten. Haben Sie jetzt, damit Ihr Kampf nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, ein Konzept, das wirksamer ist und mehr Erfolg verspricht? Ich versuche es mit der gleichen Strategie wie gegen den Terrorismus. Mit anderen Worten, wir wollen sie von ihren Verbündeten isolieren. Wir brauchen dazu die Hilfe und das Vertrauen von allen, um die Mauern des Schweigens zu brechen, die sie schützen. Ich denke, es wird schwer sein, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen, denn die Leute hier sind so oft betrogen und verraten worden, dass sie keine mehr trauen. Ihr, die Jugend, seid meine größte Hoffnung. Lasst euch nicht anstecken von Fatalismus und Resignation. Es lohnt sich, für die Zukunft zu kämpfen, solange wir keine verwalteten Nummern sind, sondern Menschen.
Auch mein Sohn war rauschgiftsüchtig. Und er starb wie der Junge, den wir hier gesehen haben. Mein Sohn ist im Gefängnis. Er hat gestohlen, um sich Geld für Rauschgift zu beschaffen. Und die Stadtverwaltung weigert sich, ein Zentrum für Drogenberatung und Therapie einzurichten. Was hilft uns da ein neuer Präfekt? Sie können uns auch nicht mehr geben als Worte. Und ich sage Ihnen, auch der Tod dieses Kindes kann zu einer Waffe werden. Einer Waffe im Kampf gegen die Mafia. Resignieren Sie nicht, sondern zwingen Sie den Staat zu handeln. Und der Jugend rufe ich zu. Lasst euch nicht auffressen von denen, deren Wohlstand ihr mit eurem Leben bezahlt. Schweigt nicht zu den Drohungen. Wehrt euch gegen Erpressungsversuche. Duckt euch nicht vor den Handlangern der Mafia. Ihr habt gesetzlich verbriefte Rechte. Und wir helfen euch, diese Rechte gegen jeden Angriff zu verteidigen. Also kommt zu uns, habt Vertrauen. Wendet euch mit euren Problemen an die zuständigen Institutionen. Mal was gegen die Arbeitslosigkeit tun. Wenn man 15 ist und seinen ersten Job sucht, wo sind da die Institutionen, hm? Ich denke, Sie haben mich verstanden. Ja, aber Sie sind eure einzige Hilfe gegen die Ausbeutung durch die Mafia. Und dafür müssen wir zusammenstehen. Die Mafia macht ein gutes Geschäft mit der Angst vor der Arbeitslosigkeit. Sie nimmt am meisten von denen, die am wenigsten haben, und wird immer reicher, während ihr immer ärmer werdet. Also denkt mal darüber nach, wo das letzten Endes hinführt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Auf Wiedersehen. Herr Präfekt. Sie haben sich viel vorgenommen. Wo soll das hinführen? Zu einer Revolution? Nein. Nicht? Was wollen Sie dann? Ich will einiges in Ordnung bringen. Wenn Sie das hinkriegen, dann ist es eine Revolution. Jetzt, hör auf, Rita, das reicht. Ich habe genug. Aber ich habe noch nicht genug, Papa. Ich brauche noch eins. Nun übertreib's nicht. Du hast doch schon mindestens 20. Und jetzt ohne Brille. Na schön, du Quälgeist. Drück ab. Guten Tag. Guten Tag, Signora. Ein richtiger Palast, wunderbar.